Das Telefon klingelt, meine Leute. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier bei Leisure Suite Larry. Und wir haben letztes Mal ein bisschen den Purser verarscht. Ne? Der ist auf jeden Fall, das ist ein netter Mann. Und okay, wir gehen jetzt mal hier wieder raus, Freunde. Raus. Sehe ich hier einen Dildo. Achtung, ne? Bitte. Eine Durchsage. Don hat gerade den Frömmigkeitspreis des TLT-Wettbewerbs gewonnen. Okay. Und bietet sich an. Was ist das jetzt hier? Das ist. Gucken wir ganz kurz. Ach, ein schönes Spinett. Ach. Ach, ich liebe diese Musik. Und ich sehe Dildo! Yeah, baby! Yeah, baby! Congratulations, wir haben 11 Stück schon gefunden, cool. Obwohl wir alle wissen, dass du es liebst, tief zu sinken, Larry, gibt es auf dieser Reise nichts zu tauchen. Schöner Musik! So, aber so ein Buddel-U-Boot. Da muss jemand unheimlich gedrückt haben, um dieses große U-Boot durch dieses kleine Loch zu kriegen. Ja, das ist, ja. Was haben wir hier? Ein Buch. Es ist die ergreifende Geschichte eines Abenteuers auf hoher See. Leisure Suit Larry, eine Nacht auf dem alten Ra-Segel. Ja, Was haben wir hier? Was ist denn das? Ein Wissenschaftsbuch für Kinder mit dem Titel Spaß mit Elektromagnetismus. Können wir das uns irgendwie nehmen? Vielleicht sollte ich mir davon was kopieren, um zu sehen, ob es sich lohnt, das in Ruhe zu lesen. Im Jahre 1823 entwickelte der englische Physiker William Sturgeon im Alter von 40 Jahren den ersten Elektromagneten. Er isolierte einen Eisenstab, indem er ihn mit dicker Firnis überzog, wickelte den Balken mit Kupferdraht ein und schloss ihn daraufhin an eine voltaische Zelle an. Voltaische Zellen habe ich auch schon mal gehabt. Schloss ihn daraufhin an eine voltaische Zelle an und schuf so einen primitiven Elektromagneten, der mehrere Pfund Eisen heben konnte. Du kannst auch deinen Spaß mit Elektromagneten haben. Wickle Draht um einen x-beliebigen Eisenstab, füge Elektrizität hinzu und hui, hast du deinen Spaß. Unter Strom stehen mit Elektromagnetismus. Ich nehme mal das hier. Haben die denn nichts über dampfenden, rauen, trotzdem sensitiven und sinnvollen Sex? Larry, du darfst nicht immer an das eine denken. Muss mal, haben wir das jetzt irgendwie im Inventar, das Buch? Das ist, ne, wahrscheinlich haben wir noch keine Bibliothekskarte. Nur gucken wir uns bisher ein Buch ansehen. Die bewegende Erzählung über eine Revolte auf offener See. Leisure Suit Larry in Die Reiterei auf der Moni. Okay. Die Reiterei auf der Moni, okay? Was ist denn das? Ein Buch über diesen großen Flugzeughersteller? Fokker, mehr als nur ein Flugzeug. Von jemandem namens Drew Barrymore, wer immer der sein soll. Drew Barrymore? Larry, Baby, Drew Barrymore, das ist eine sehr schöne Dame, die wir tatsächlich auch auf diesem Schiff noch kennenlernen, liebe Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Können wir das nehmen? Vielleicht sollte ich mir davon erst was kopieren, um zu sehen, ob es sich lohnt, das in Ruhe zu lesen. Okay. Anton Hermann Gerhard Fokker wurde 1890 in Java geboren. Java. Schon in jungen Jahren stieg er in Deutschland in das Geschäft der Flugzeugfabrikation ein. Mhm. Während des Ersten Weltkriegs produzierten seine Fabriken Flugzeuge mit doppelter bzw. dreifacher Tragfläche. Durch die Befestigung einer Maschinengewehrlafette am Bug revolutionierte er den Luftkrieg. Er synchronisierte das Gewehr so, dass es zwischen den Propellerblättern hindurchschießen konnte, ohne die Luftschraube zu zerfetzen. Nach dem Krieg wandte er sich dem kommerziellen Flugzeugbau zu. 1922 siedelte er in die Vereinigten Staaten über, wo er 1939 verstarb. Besser nicht. Okay. Achtung bitte, eine Durchsage. Hardy hat soeben den Enthaltsamkeitspreis im TLP gewonnen.
Na gut, dass wir keinen enthaltsamen Preis machen müssen. Hier seht ihr übrigens jetzt mal ne, dieses, habe ich glaube ich in der letzten Folge angesprochen, wie das Schiff rauf und runter geht. Ne? Wer jetzt, sagen wir mal, nicht seetüchtig ist, der guckt besser weg. Ansonsten, man kann das so ausschalten, habe ich letztes Mal glaube ich schon gezeigt. Was haben wir denn hier, ein Biber oder was ist das? Ausgestopfter Biber. Wir haben unsere treuen Leisure Suit Larry Fans gefragt, was sie am liebsten im nächsten Larry-Spiel sehen möchten. Und hier ist es. Ein Biber. Ein Beaver. Hat im Englischen, beziehungsweise ich glaube im Amerikanischen auch noch eine andere Bedeutung. Könnt ihr ja mal googeln, liebe Leute. Können wir den irgendwie nehmen? Du wirst dich nie ändern, Larry. Hm. Du grabst immer nach jedem Biber, den du kriegst. Ich gestehe. Kann man da ein bisschen fühlen? Du magst das Gefühl eines strammen Bibers. Absolut. Nicht wahr, Larry? Haben wir hier noch? Es ist die bewegende Geschichte einer Forschungsreise auf hoher See. Leisure Suit Larry landet am Jadebusen. Da wollten wir immer schon landen. So was wie eine schöne Uhr. Eine Uhr mit Pendel ist auf einem Schiff keine besonders gute Idee. Warum? Das pendelt doch hier wunderbar. Das ist, können wir die irgendwie benutzen? Okay, können wir die aufziehen? Ganz kurz mal gucken, andere aufziehen. Okay, kriegt er nicht. So, jetzt haben wir einen schönen Globus. Du hast ein paar Jungs in der Umkleide von quer durch die ganze Welt reden hören. Die können wir gar nicht rausgucken. Eine schöne Lampe. Tiffany-Lampe. Eine Tiffany-Lampe. Ich überlege gerade, Tiffany? War sie nicht der Star in diesem Super 8-Porno-Film, den du mal hattest? Musstest du das jetzt unbedingt hier vor allen Leuten erzählen? Pass auf, die Tapete ist wunderschön. Können wir den benutzen? Okay, also Biber, wie gesagt, Biber ist nicht gleich Biber. Komm, geh mal hier lang, Larry. Hier ist der Fall. Fall ist geil. Wir klicken mal drauf, liebe Leute. Verzeihung, Frau. Frau Victorian Principles. Sehr erfreut. Ich heiße Larry. Larry Laffer. Doppelte Vornamen finde ich einfach hinreißend. Bei einer Kreuzfahrt habe ich einmal Boutros Ghali kennengelernt. Ja, Victoria Principles, ne? Das ist die Frau mit Prinzipien, aber ist auch die Schauspielerin, glaube ich, von Dallas irgendwie gewesen, von Pamela oder wie hieß die, ich weiß, also das ist zu lange her, aber ich glaube, ging auf die Dallas-Tante zurück, ich bin aber nicht ganz sicher. Pass mal auf, Victorian, du hast auf jeden Fall einen interessanten Job hier, ne? Wer also ein echtes Problem hat mit dem Geschaukel, der soll mir das sagen, dann knipse ich das Ding aus, ne? So, Job, also Baby, du bist auf jeden Fall das schöne grüne Augen, hat sie, liebe Leute. Sind Sie die Bibliothekarin? Ja, das bin ich. Haben Sie etwas gefunden, das Sie gerne näher betrachten würden? Ja, ja. Ich bin mir sicher, dass Sie etwas haben, mit dem ich mich näher beschäftigen könnte. Geht klar. Welche Kabinennummer haben Sie? Oh, hey, das geht aber ziemlich schnell. Und da sagen die Frauen, ich sei schnell. Larry. Schnell? Schnell? Die Bücher werden hier nach Kabinennummer verliehen. Ach so. Null. Null? Sie sind wohl etwas knapp bei Kasse. Nein, aber... Ach, das wollen Sie ja gar nicht wissen. Stimmt. Der hätte es jetzt nicht sagen können. Doch, es interessiert uns. Wir reden, also das wird schönes Wetter. Das, also draußen sieht es gut aus. Oh Mann, die Frau ist lecker. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, was für ein ekliges Wetter. Ach so. Wirklich? Tatsächlich. Ja. Das ist eine schöne Brille, hat sie. Das ist gute Bücher, Baby. Gibt's hier was Schönes? Und? Haben Sie irgendwelche guten Bücher hier? Aber ja, sehr viele sogar. Allerdings sind sie leider etwas spät dran. Die richtig guten sind alle schon weg. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Ja, ja. Und was liest du da gerade, Baby? Wie ist Ihr Buch? Oh, sehr erhebend. Ich genieße erhebende Bücher, die moralische Werte bestätigen. Sie nicht auch? Ja, ja. Oh, aber ja. Aber lesen Sie nie etwas Deftigeres? Aber nein. Solche Bücher reizen mich gar nicht. Immer dieses Gegrapsche und Gestöhne. Diese geradezu animalische Lust.
Diese... Nun, auf jeden Fall ermutigt das zu genau der falschen Einstellung. Nein, ich setze mich nur großer Literatur aus. Ich wünschte nur, ich wäre große Literatur. Das wünschte ich mir auch. Ja, große Literatur. Ja, genau. Genau. Unterhaltung. Och, ich fange an einem Ende des Regals an und lese mich einmal durch. Leider lese ich die meisten Bücher schon zum dritten Mal. Okay, da habe ich glaube ich wieder doppelt geklickt. Was machen Sie denn, wenn Sie sich amüsieren wollen? Och, ich fange an einem Ende des Regals an und lese mich ein... Haben wir schon daneben an Bord, Baby. Wir hätten dir... Kabine 0 ist sehr empfehlenswert. Das ist aber vom Allerfeinsten, Kind. Das ist... Das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff scheint wie ein endloser Urlaub zu sein. Finden Sie das nicht toll? Klar, absolut himmlisch. Wenn himmlisch bedeutet, dass man jeden Tag weiß, dass man genau das Gleiche zum Essen bekommen wird, das man an dem Tag in der Woche davor bekommen hat. Aber der ganze Spaß, das Nachtleben, die endlosen Partys. Nun, nicht für uns, die wir hier arbeiten. Für uns ist es eher so, dass wir nie aus dem Büro kommen. Das ist aber schrecklich. Ausleihcode. Genau, wir wollen uns ein paar Bücher ausleihen. Wir würden dich auch ganz gerne ausleihen, aber ich glaube, da fehlt uns der Code auf jeden Fall für. 945,3. 471,24. 198,33. Was um alles in der Welt machen Sie nur? Was denken Sie, was ich tue? Ich flüstere Ihnen knackige Dezimalzahlen zu. Na, macht Sie das nicht an? Kaum. Die habe ich alle in meiner Kartei. What about sex, baby? Habe ich erwähnt, dass ich Larry heiße? Leisure Sweet Larry. Möchten Sie jetzt mit mir schlafen? Sie sind ja einfach widerlich. Das ist Larry. Bei mir können Sie nicht landen. Sie erbärmlicher Verlierer. Ich habe auch Gefühle. Pam, Victorian Principle, das ist... Baby. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar knackige Dezimalzahlen ins Ohr flüstern würde, Victorian? Als ob ich sowas nicht ständig zu hören bekommen würde. Männer sind doch alle gleich. Ja, ja, das ist... Wie kann man denn hier was ausleihen, Schwester? Und was ist damit? Was? Und was ist damit? Haufen Bücher? Ach, die. Die sind bereits ausgeliehen. An mich. Was? Das sind aber eine Menge Bücher für eine Kreuzfahrt. Für mich nicht. Die lese ich heute Abend fertig. Im Bett. Im Bett? Geh ins Bett. Wie war's bei Guybrush? Geh ins Licht. Soll ich Ihnen verraten, was ich heute Nacht vorhabe? Im Bett? Ich stimme für schlafen. Dicht dran. Okay, pass mal auf. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Victorian. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Gut. Auf Wiedersehen. Also, ne, unabhängig von der Schauspielerin, natürlich auch viktorianische... Achtung bitte, eine Durchsage. Jen gewinnt nach Punkten im Shuffleboard. Ja, bitte. Ach, Sie sind es schon wieder. Das könnte auch ein bisschen freundlicher sein. Was haben wir hier? Prüde und stolz. Also diese Dame hier gibt dem Wort verklemmt eine ganz neue Bedeutung. Na, unter den Arm klemmen und mitnehmen würde ich sie schon gerne. Ich auch. Sieh mal, die Frau ist einfach ein Korinthenkacker, nicht? Naja, ich meine, langweiliges Buch. Dieses Buch heißt Durch Langweiligkeit zum intensiven Erleben. Und das? Dieses Buch heißt Die Kunst der Trübseligkeit. Und das? Dieses Buch heißt Monoton und langweilig. Wie man langweilige Menschen kennenlernt. Und der Füller? Sogar ihr Füller liegt exakt gerade. Aha. Es gibt einfach nicht mehr genügend Leute, die Klebstoff als Kleber bezeichnen. Kann man den irgendwie nehmen? Sie haben doch wohl nicht vor, meinen Kleber anzufassen, oder? Wer? Ich? Aber nein! Was haben wir hier? Du bist ja dafür bekannt, dass du eigenartige Vorlieben hast. Aber doch nicht für Stempel. Naja, den Stempeln und den... Das, Ihr Computer ist so konservativ wie sie selbst. Da sind aber ein paar schöne bunte Farben dran.
Mit ihren wohlgeformten Rundungen, die sie unter ihrer konservativen Kleidung versteckt, ist Victorian Principles ein typischer Fall von unterdrückter Sexualität. Das können wir auf jeden Fall ändern, Kind. Mit ihren klassischen Zügen, die nicht von Make-up oder anderen künstlichen Dekorationen verfälscht sind, ist Victorian Principles ein dampfender Teekessel unterdrückter Sexualität. Ja, das klingt gut. So wie ihr Zucker. Tja, Victorian hat da ein schönes Service. Ja, das ist... Tja. Okay, können wir das irgendwie nehmen? Nee. Das brauchst du nicht. Okay, können wir denn da mal ein bisschen Larry-mäßig... Behalte deine Griffel bei dir. Okay, das ist ein Bild. Kalender. Ist das nicht herzallerliebst? Ein kleines Mädchen mit seiner Muschi. Das war immerhin der Spitzname von einer, sagen wir mal, angeheirateten Ministerpräsidententante. Ist hier ein schönes Bildchen oder so? Ist das nicht süß? Sie hat Familienfotos auf dem Computertisch. Ach, ja, dann gehen wir mal. Dann wir gehen. Ja, meine Leute, dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Victorian Principles, das viktorianische Prinzip, das knacken wir. Das garantiere ich euch. Und den Beaver, ob wir den sehen, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und Follower. Wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Hat euch vergat. Ciao, ciao, sagt euren Speak in 45. Licious Speak.